Einem Film geht ja immer eine Recherchephase voraus. Das heißt, man hat ein Setting, die Themen beginnen sich zu konkretisieren und dann beginnt man zu recherchieren. Das heißt, viel lesen, aber auch viel Bilder anschauen. Und dabei bin ich auf dieses wunderschöne kleine Aquarell mit dem Titel Im Garten des Todes gestoßen. Darauf sehen wir drei Sensenmänner, Skelette in Kutten, also düstere Figuren. Aber sie machen etwas Profanes, Friedliches, Liebevolles, und zwar gärtnern sie. Sie pflegen kleine Pflanzen. Und dieser Impuls war prägend für das Projekt, so ein schweres und düsteres Thema auf eine spielerisch absurde Weise zu behandeln. Ich glaube, es ist eine faszinierende Möglichkeit von Film, dass wir dadurch andere Welten betrachten können, dass wir quasi Ausflüge machen können in andere Welten. Aber diese Welten aufzubauen, ist viel kleinteilige Arbeit. Das heißt, wenn man dann monatelang die Themen diskutiert hat, die Konzepte überlegt hat, dann geht man in diesen kleinteiligen Prozess am Dreh. Und die Fragen sind, ist es morgen bewölkt? Wie drehen wir diese halbnahe, dass sie sich in die Szene einfügen kann und so weiter. Und wie die Themen trotzdem noch präsent sind, ist dadurch, dass man am Abend die Szenen des nächsten Tages bespricht mit den Schauspielenden und dabei nochmal ins Diskutieren kommt. Und da haben wir viel diskutiert. Es war klar, dass die Natur in dem Film eine große Rolle spielen würde. Und deswegen haben wir uns in mehreren Phasen des Projekts auf Locationsuche begeben. Zuerst haben wir uns für Niedersachsen entschieden, weil wir da von der Vielfältigkeit der Landschaft total begeistert waren. Und als wir dann auch noch von der Nordmedia Produktionsförderung bekommen haben, haben wir begonnen, Niedersachsen zu durchforsten. Und da haben wir eine tolle Location entdeckt in der Nähe von Braunschweig, ein Feld mit Strommasten, was irgendwie eine Größe hatte von der Dimension und gleichzeitig eine Strenge, was die Technisierung angeht und die grafische Komposition. Und dann haben wir darum angefangen, das ist dann immer ein sehr kleinteiliger Prozess, weiter zu gucken und verschiedene andere Orte gefunden. Und irgendwann konnten wir dann sagen, so, wir haben genug, wir können hier einen Drehblock machen, wir wollen hier unbedingt drehen. Und dann haben wir auch noch von der DLRG ein Seminarhaus mieten können, wo wir als komplettes Team wohnen konnten, was immer ein schöner Prozess ist für ein Filmteam. Paradies war mein erster Langfilm. Und das ist ein neuer Prozess des Schreibens, weil er einfach viel länger ist. Ich habe es genossen, so tief einsteigen zu können, inhaltlich, in der Recherche, erzählerisch, weil man so viele Szenen und Stränge ausprobieren konnte und dann auch schauspielerisch. So lange mit Schauspielen an Figuren und Rollen arbeiten zu können, war total faszinierend. Und ich schreibe jetzt gerade mein nächstes Projekt, einen langen Stoff, der wieder in einem sehr definierten Rahmen mit einigen wenigen Figuren spielen wird. Hierfür hat absurderweise Corona gesorgt, dass ich eine intensive Schreibphase hatte und jetzt gerade dabei bin, die erste Drehbuchfassung fertigzustellen. Es ist wunderschön, dass dieses Festival online stattfindet und dadurch Filme wie unserer, die kurz vor der Pandemie ihre Premiere hatten, gesehen werden können. Und gleichzeitig ist es natürlich schade, dass gerade ein Film wie Paradies, der auf Ruhe aus ist, der langstehende Tableaus hat, nicht auch an einem Ort gesehen werden kann, wie dem Kino, ein Ort, der mit einem Ritus verbunden ist. Denn wenn ich in ein Kino gehe, dann mache ich mich bereit dafür, ein ästhetisches Gesamterlebnis zu haben. Ich lasse mich auf Ton ein, ich lasse mich auf Bilder ein, ich bin bereit, Sachen auszuhalten und Sachen zu durchlaufen. Und schade ist natürlich, dass wir alle nicht in einem Saal sind jetzt gerade. Ich hoffe, dass trotzdem ein wenig Festivalstimmung ankommt. Und wünsche Ihnen eine gute Online-Projektion.